Hi, willkommen zum nächsten Pauschal-Video der Firma Line Network. Mein Name ist Alexey Kusnia und in diesem Video geht es um die Verwaltung von Active Directory-Benutzern mit PowerShell. Das heißt, wir benutzen jetzt PowerShell, um Benutzer im Active Directory zu erstellen, um Benutzer zum Active Directory, im Active Directory zu verschieben zwischen Organisationseinheiten, Benutzer zu löschen, Benutzer zu deaktivieren, solche Sachen. Man kann das Ganze sich ein bisschen vorstellen, man kann das natürlich auch erweitern, das heißt, man kriegt eine Liste von, sagen wir mal, 50 Benutzern, die soll man jetzt mal eben erstellen. Wenn man das Ganze normal über die GUI machen würde, also über die Active Directory Benutzer und Computer oder über das Windows Admin Center, dann muss man sich hier einloggen, rechte Maustaste, Benutzer einrichten und so weiter. Wenn man jetzt viele Benutzer hat, dann kann das schon mal Zeit nehmen und das ist dann wunderschön, wenn man dazu ein PowerShell-Skript hat, was das Ganze für einen automatisiert. Man muss einfach nur die Daten zum Beispiel in eine CSV auspflegen, Excel-Tabelle, da ist CSV im Speicher und dann daraus lesen oder in anderen Formaten, wie auch immer. Man bekommt nur die Daten und kann die PowerShell verarbeiten. Oder Sie nutzen einen Automatismus dahinter, also automatisieren die Anlage von Benutzern. Dann nutzen Sie, also da können Sie hier PowerShell nutzen, um eben einfach Benutzeranlage auch für das Active Directory zu automatisieren, aber auch für Azure AD. Aber in diesem Fall geht es jetzt hier um Active Directory. Normalerweise zeige ich viele Videos mit dem wieder Windows PowerShell Konsole. Da wir hier mehrere Tasks machen, also anlegen, verschieben und so weiter, nutzen wir mal die Windows PowerShell ISE, weil ich könnte mir vorstellen, Sie möchten das Ganze dann als Skript auch für sich dann nutzen irgendwie und später erstellen. Und das können Sie ja sehr schön mit der Windows PowerShell ISE machen oder mit dem Visual Studio Code. Da müssen Sie aber dann auch die PowerShell Extension noch nachinstallieren oder aktivieren. Wir machen das Ganze mal mit der Windows PowerShell ISE, dieser standardmäßig auf das System drauf und ja, somit dann die Grundlage dafür, um Skripte zu erstellen für PowerShell. Gut, machen wir uns mal einen kleinen Task, was wir so tun möchten. Ich mache mal quasi ein paar Kommentare und zwar Kommentar zu erstellen. Wir möchten einen Benutzer erstellen. Dann möchten wir also Hash und dann irgendwas schreiben. Das ist halt ein Kommentarart. Und erstellen, dann möchten wir den Benutzer verschieben. Also von einer Organisationseinheit in eine andere verschieben. Dann möchten wir den Benutzer vielleicht auch löschen, wenn wir ihn nicht mehr brauchen oder weil er einfach Mitarbeiter schon jahrelang nicht da ist und man braucht ihn nicht mehr, die Ressourcen von ihm. Oder man möchte den Benutzer auch deaktivieren. Das heißt, man möchte nicht mehr, dass dieser Benutzer auf bestimmte Ressourcen im Unternehmen zugreift mit seinem Active Directory Account. Das heißt, wenn es ein Benutzer ist, der vielleicht man nicht weiß, wo man den nutzt, aber auch natürlich Mitarbeiter, die dann nicht mehr im Unternehmen sind, man möchte nicht, dass die dann weiterhin nutzen. Man möchte aber nicht löschen, falls man doch irgendwie das braucht, dann kann man die sehr schön deaktivieren. Deaktivieren bedeutet aber auch, dass ich beispielsweise Computer-Accounts deaktiviere oder andere Objekte im AD, also nicht nur auf User bezogen. Gut, wie sieht das Ganze aus? Ich habe hier so eine kleine Umgebung, das ist eine Testumgebung, die ich halt immer nutze für diese Präsentation hier oder für meine Schulungen auch. Das ist jetzt eine Domäne, ledeo.local heißt die. Nicht sehr großes, einfach ein Domain-Controller mit einer Domäne, dann können Sie natürlich viel größer daraus machen, wenn Sie Tipps und Tricks zu Active Directory brauchen, wie Sie eine Domäne richtig aufbauen und so weiter, wie Sie vielleicht erweitern, anpassen, anpassen auch, um dann vielleicht die Replikation nach Richtung Azure AD zu machen und so weiter, dann werde ich Ihnen unten in der Beschreibung noch mal ein extra Video reintun, wo ich auch Tipps und Tricks für das Active Directory eingehe. Aber in diesem Fall geht es ja um die Automatisierung der Benutzeranlage. So, jetzt habe ich ein paar OOs hier vorbereitet. Eine OO, die heißt Firma. Ja, das sind ja die Standard-OOs. Eine OO, die heißt Firma. Unter dieser Organisationseinheit ist ein Benutzer-OO, eine Computer-OO und ein Server-OO. Ja. So, jetzt habe ich hier noch ein paar Standard-OOs, die immer da sind. Also die ist neu und der Rest war vorher auch schon da, wenn man die Domäne installiert. Man sieht hier ein bisschen mehr als sonst. Das liegt daran, dass ich auf die Ansicht, weil man auf Active Directory Benutzer und Güter an sich geht, auf erweiterte Futures geht, da kriegt man mehr Informationen. Wenn ich das jetzt ausmache, sehe ich auch viele Ordner nicht, viele Container nicht. Zum Beispiel aktiviere ich das, um bestimmte Sachen zu sehen. Als Beispiel, wir gehen mal auf den Benutzer, Alexey Kusnir, das bin ich,
und an Eigenschaften. Und dann habe ich dir, ja, mir fehlen die Attribute. Ich möchte die Attribute von diesem Benutzer anschauen. Dann kann ich das machen, indem ich sage, erweitert Features. Dann gehe ich nochmal auf diesen gleichen Benutzer, Eigenschaften, und kriege die Attribute von ihm angezeigt. Also wirklich Attribute, die man auch pflegt. Und hier ist das schön, weil nun nutze ich das auf. Die Attribute, der Name hier ist auch entspricht sehr oft den Namen, der auch in PowerShell verwendet wird, um halt ein Attribut für diesen Benutzer zu setzen. Ja? Department, Description, Name und so weiter und so fort. Okay, das heißt, dieses Feature aktiviere ich mal, um einfach, dass mir dann, dass man es lesen kann. Man kann es aber auch deaktivieren, falls man es nicht braucht. Gut, legen wir mit dem ersten Task los. Wir legen mal einen Benutzer an, der Standard, also wenn wir Benutzer standardmäßig anlegen, mit PowerShell, dann wird er in der U-Users angelegt. So, wenn man einen Computer in die Domäne aufnimmt, wird er standardmäßig in den Container Computers landen und standardmäßig landen User in den Container Users. Es sei denn, ich definiere, ich gebe an, wo er sonst sein soll. Aber wir tun das erstmal nicht, sondern wir wollen einfach einen Benutzer erstellen. Wir gehen das mal Schritt für Schritt durch, dass man das Ganze ein bisschen sieht. Und zwar brauchen wir dafür das PowerShell-Modul, das Active-Directory-Modul für PowerShell. Das kann man sich dann hier anschauen. Es ist hier drauf, schon geladen quasi automatisch. Sie können es aber auch hier nur über die PowerShell-Konsole mal einfach nur anschauen. GetComment, ich schaue mir das einfach mal an. Die Kommandos von diesem PowerShell-Modul und das Modul heißt Active Directory. Ich bin jetzt hier auf dem Domain-Controller und somit das PowerShell-Modul ist automatisch schon mit installiert. Das habe ich bei der Installation ausgewählt. Wenn Sie auf dem Windows, ja, sagen wir mal, Windows 10 Client drauf sind oder auf einem anderen Server, dann müssen Sie sie nachinstallieren, weil da ist ja kein Active Directory drauf. Bei Windows 10 würden Sie dann die Ersatztools über die Apps nachinstallieren oder auch über PowerShell nachinstallieren. Ne? In Windows Server würden Sie einfach auf die Serververwaltung gehen und dort das Active Directory Modul auswählen. Hier ist das drauf, ich kann es laden und lassen mir einfach die Kommandos anzeigen. Hier habe ich einige Kommandos zum Active Directory. Ich mache das immer einfach, um zu zeigen, wie viel das immer sind. Count, also wenn ich irgendwas zählen möchte, nehme ich einfach quasi die Ausgabe, die mit Get kommt, in Klammern und dann Punkt Count. Dann kriege ich quasi, das ist eine Funktion, die ausgeführt wird und die zählt quasi einfach die CMD-LEDs, die Befehle, die dann in diesem Modul drin sind. Und hier haben wir 147 Befehle. Und ich brauche nicht alle davon. Ich brauche zum Erstellen, zum Löschen, zu kopieren. Und das kann ich sehr schön auch hier drüber machen. Ich kann das mir auch ein bisschen suchen, das Ganze. Sprich, getComment-Modul und dann getComment-Modul kann ich sagen Active Directory. Ne? Das lasse ich. Und dann sage ich Name. Und dann kann ich ein bisschen auch mit Sternchen arbeiten und sage Get. Und dann, ja, vielleicht Add User. Gucken wir, was wir da bekommen. Get Add User, genau. Und so heißt es, mehr gibt es auch nicht dazu. Ne? Oder wir machen mal einfach User und gucken, was es so gibt. GetAddUser, GetUserResult und GetAddUser würden wir an die User bekommen. Und wenn wir New machen, schaut einfach an, alles was mit New für User da ist. New AddUser, perfekt, das brauchen wir ja, um einen User zu erstellen. Und zu verschieben von Usern, wissen wir vielleicht nicht, wie der Befehl abläuft. Wir geben es einfach alles aus, was mit User zu tun hat. Und da kann man so schön sehen, wir haben GetAddUser, wir haben New AddUser. Und Remove AD User, das brauchen wir auch. Set AD User wäre um zum Anpassen, also bestehende User Attribute anpassen. Das heißt, wir haben jetzt die grundlegende Information. Das Einzige, was uns noch fehlt, ist, um einen Benutzer zu verschieben. Ja? Da ist es auch so, da muss man einfach, sagen wir mal, wissen in dem Sinne. Aber es gibt immer gleich Befehle: Get, Enable, New, Remove und dann Move. Ja? Wenn wir Move gehen, den Befehl, dann haben wir hier Move Object. Ja? Und Move AD Object verweist nicht nur auf User, sondern alle Objekte im AD. Mit diesem Befehl kann ich alle und die Objekte im AD quasi verschieben. Auch Computer von einem Ort zum nächsten oder
Gruppen von einem Ort zum nächsten. Das heißt, diesen Befehl brauchen wir auch. Okay, dann schreiben wir uns die Befehle kurz auf, die wir brauchen, die grundlegenden Befehle. Erstellen machen wir mit new add user, korrekt? So. Hier mit Minus kriege ich dann quasi meine Parameter alle so automatisch angezeigt, die ich noch nutzen möchte. Ich möchte jetzt Name haben und wir machen mal den typischen Namen, Max Mustermann. Und Display Name, also der Anzeigename, Max Mustermann, also ein bisschen auseinandergeschrieben als Anzeigename. Und ich möchte quasi das Ganze, ja, das sind diese Objekte. Dann User Principal Name wäre auch nicht schlecht, ne? Und der wäre genauso wie der Name selber. Wie das Same Account Name. So, Max Mustermann 2M. So, zack. Jetzt können wir das Ganze mal abfeuern. Das heißt, abfeuern, mal starten. Dann ist es quasi jetzt, der User ist jetzt erstellt. Wir gehen mal hin unter Users und mal sehen, hey, wir haben hier einen Benutzer, Max Mustermann. Der ist erstellt, der ist aber noch nicht enabled, wie man sieht. Da ist dieses Häkchen. Das bedeutet, der ist noch deaktiviert. Ja, man kann nicht genutzt werden. Man muss dann quasi enablen. Und der Benutzer hat soweit eigentlich eingestellt alles, hat noch kein Passwort aber. Ne? Wir haben kein Passwort mehr vergeben. Und ansonsten ist er automatisch hier gelandet. Also somit wäre er erstellt und ich könnte hier weitermachen. Aber das macht ja keinen Sinn, Benutzer zu erstellen und dann doch hier und hier noch weiterzumachen. Ich möchte das zum Beispiel, Sie möchten einfach einen Benutzer auch direkt aktiviert haben. Enable. Das ist der Parameter Enable dafür. Und dann true für, ja, bitte enablen. Okay. Wir löschen mal den Benutzer, weil wird er gleich melden, ist ja schon erstellt worden. Und sagen, erstellen wir nochmal den Benutzer. So, er sagt ja, das Kennwort entspricht nicht den Domain-Anforderungen. Klar, ich kann den Benutzer hier erstellen, wenn er kein Passwort hat, ist er erstellt. Aber wenn ich dann ist er auch automatisch deaktiviert. Wenn ich den aktivieren möchte, muss der Benutzer natürlich ein Passwort haben. Und ich habe hier noch keins eingegeben. Und da sagte mir, das Kennwort entspricht nicht Domain-Anforderungen bezüglich Länge und Besitz und so weiter. Ich habe auch kein Passwort eingegeben hier. Also die Fehlermeldung sagt mir was anderes, aber im Endeffekt sagt mir auch, dass ich kein Passwort eingegeben habe. Dann machen wir mal ein Passwort setzen. Ne? So, das gibt es einen Parameter, das Account-Passwort, um für den Benutzer ein Account-Passwort zu setzen. Ja, sagen wir Passwort zum Beispiel Max Mustermann 123 Ausrufezeichen. Da sind so ziemlich viele Buchstaben drin und auch Zahlen und ein Sonderzeichen. Und wir jetzt versuchen das mal jetzt. Sagen, okay. Der Parameter Account Passwort kann nicht gebunden werden. Der Wert Max Mustermann ist kein Secure String. Ja? Weil ich kann jetzt einfach nicht in Plain Text hier rein tun, um das Ganze quasi auszuführen, sondern ich muss den der Befehl braucht einen Secure String. Das haben wir zu tun. Wir erstellen mal hier einen Secure String gleich. Das hat mir zu tun, dass ich vielleicht einen String, die Daten und vorauslese, diese erst umwandle in Secure String und dann halt entsprechend abspeichere und nicht einfach als Plain Text. Ich möchte ja nicht einfach als normalen Text quasi das Passwort im AD abspeichern. So, es muss Secure Passwort sein. Wie erstellt man Secure String? Das würde man ganz einfach machen. Wer sagt sich hier zum Beispiel Secure String? Wir erstellen mal ein Attribut und sagen mal, der Secure String soll dann dieser Wert hier sein. Und dann hätten wir quasi das gleiche wie jetzt auch, nur als Plain Text. Das heißt, wenn ich das hier mache, 1:1, dann kriege ich die gleiche Fehlermeldung. Man sieht dann halt unten die Fehlermeldung, hey, ja, ist auch ein Secure String, ne? Logischerweise. So, jetzt haben wir das Ding so geschrieben, dass es halt nicht akzeptiert wird. Jetzt muss man einen Secure String draus machen. Das geht folgendermaßen, ich pipe das Ganze hier, das heißt, diese Eingabe hier, diesen Plain Text, also einfachen Text, möchte ich in einen Secure String umwandeln. Das bedeutet ein Convert to Secure String, brauchen Parameter dazu, also ein pipe das Ganze zu Secure String Befehl, sage as plain text und force. Force ist wichtig, sonst macht er das nicht.
Er sagte, hey, du hast wirklich als Plaintext das Ganze eingegeben. Du musst es schon forcen hier. Da muss es quasi wirklich als Secure String geschrieben wird. Weil wenn man das Ganze jetzt anschaut, ist es jetzt quasi, wenn man unten schaut, ganz normal String. Und wenn wir das Ganze jetzt einmal speichern, führen das Ganze mal aus, markieren das Ganze, drücken wir hier drauf, Ausfall F8 ausführen, dann führen wir das Ganze nochmal aus, dann sieht man, das Ganze ist jetzt ein Secure String. So, wir machen mal die Konsole sauber, damit es ein bisschen wieder schöner aussieht. Ja, jetzt können wir das Ganze mal ein bisschen nochmal ausführen, das Ganze. Das heißt, wir haben das Ganze jetzt ja Secure String da, ne? Und führen das Ganze auch einmal aus. Zack. Dann sagt er, hey, das Kennwort spricht aber immer noch nicht den Domain-Anforderungen. Ne? Wir können mal schauen, was hier passiert ist. Und zwar wurde der Benutzer aber trotzdem angelegt. Ich kriege zwar eine Fehlermeldung, aber Benutzer wird trotzdem angelegt, ist aber nicht aktiviert. Weil eben das Kennwort nicht den Anforderungen spricht, konnte er auch da jetzt das Kennwort auch nicht setzen. Und somit ist der User auch, ja, kann nicht aktiviert werden, wie auch immer. Ist aber trotzdem da, nur halt wieder ohne Passwort. Ne? Ich lösche das Ganze, wir gehen mal rein und schauen uns an, wo das Problem liegt. Und hier liegt es daran, dass es ist halt die Komplexität an, man direkt dieser standardmäßig aktiviert, so dass er schaut, hey, dass die Namen jetzt nicht so, ja, so gewählt sind, die Passwörter, dass sie vielleicht ersichtlich sind oder einfach zu knacken sind. Und wir nehmen mal ein anderes Passwort, wir nehmen mal MA-Test 123, ist zwar nicht viel besser, aber vielleicht meckert er auch hier nicht, das sagt er, das passt ihm. Das ist okay. Das heißt, er hat einen User jetzt angelegt mit dem entsprechenden Passwort. Wir gucken uns das Ganze mal hier an. Und man sagt sehr schön, hey, sieht man, der Benutzer ist auch jetzt enabled, ist der aktiviert mit dem und ganz normal und er hat auch dieses Passwort hinterlegt. Ja? Wenn man das Konto mal anschaut, Benutzername, Anmelder Max Mustermann, und Benutzeranmeldename in Prävinus 2000 ist dann Max Mustermann auch ebenfalls. Das heißt, der Benutzer wurde korrekt angelegt hier und liegt auch in der richtigen UU, also in Users. Gut, damit haben wir einen Benutzer jetzt erfolgreich angelegt mit einem Passwort. Wenn ihr das Ganze ein bisschen einfacher haben möchtet, dann könnt ihr natürlich, sagen wir, ihr liest das Ganze aus einem Skript irgendwo aus oder was sich was wo, aus einer Datei, dann würdet ihr quasi die ganzen Daten, wie zum Beispiel Name, Display Name, User Principal Name, Enabled ja, nein, Account Passwort und so weiter, würdet ihr dann quasi dann irgendwo abspeichern, so wie das Secure String abgespeichert ist, würdet ihr zum Beispiel sagen, hier, ja, Benutzer Name ist dann gleich Max Mustermann und ihr würdet hier dann quasi den Benutzernamen als Attribut nehmen und nicht mehr als, ja, als Text. Das hat damit zu tun, wenn ihr jetzt viele Benutzer habt, da würde es ja fest drinnen stehen und ihr könnt quasi die auslesen und immer die Attribute quasi nur verändern und das Skript selber würde jetzt gleich bleiben. Das heißt, nur das hier würde sich verändern, quasi der Inhalt daraus und ihr könntet dann somit mehrere Benutzer erstellen, die dann verschiedene Daten auch haben. Das heißt, am Anfang wird das ausgelesen und dann vielleicht mit einer Schleife, Void-Schleife, wird dann das Ganze durchgeführt und immer wieder Benutzer angelegt, vielleicht auch eine Excel-Datei. Okay. Gut, jetzt haben wir denn das Ganze gestaltet und sagen, jetzt möchten wir das Ganze mal verschieben. Das heißt, ich will einen Benutzer, den ich jetzt in Users habe, auch in die andere UU verschieben unter Firma und Benutzer. Da möchte ich den Benutzer halt haben. Übrigens können wir den Benutzer natürlich sofort auch in eine bestimmte UU anlegen. Das zeige ich gleich. Wir verschieben den erstmal und dann schauen wir uns das anders an. Dafür gibt es einen Befehl Move, haben wir schon gesehen. Move AD User gibt es nicht, aber es gibt AD Object. Ich kann verschiedene halt Objekte verschieben und der User ist auch ein Objekt im Executable natürlich. Da gibt es nicht nehmen, sondern ich nehme hier Identity und nehme hier den Benutzernamen. Und jetzt sage ich quasi noch Target, das heißt, wohin verschiebe ich das Ganze? Zack. Und hier gebe ich die UU an, in die ich das Ganze verschieben möchte. Hier gehe ich folgendermaßen vor. Ich schaue mir dann die UU an, zum Beispiel, die sollen jetzt die Benutzer gehen. Ja? Ich kann natürlich jetzt selber schreiben das Ganze, aber ich könnte auch sagen, ich zeige dir das einfach mal, wie Sie das Ganze auch kopieren können.
Dazu müssen Sie, wie gesagt, Ansicht, erweiterte Features aktiviert haben. Dann gehen Sie auf den Benutzer, auf die SOU, wohin der Benutzer hin soll. Und auf Disconnect nehmen, schwieriges englisches Wort, kopieren das Ganze. Also dahin soll das Ganze gehen. Und dann kopieren Sie das Ganze in Target Patch. Das heißt, hier ist dann quasi das Ziel des Ganzen und führen das Ganze einmal aus. Also ziemlich einfach eigentlich. Und das Ganze ist, ja, kann super geil funktionieren, weil das easy ist. So, jetzt merkt er das an, sagt, ey, kann kein Objekt mit der ID Max Mustermann gefunden werden. Das gucken wir uns doch mal genau an direkt. Zack. Zack. Max Mustermann. Es gibt aber Objekte Max Mustermann. Das schauen wir uns mal genau an. Max Mustermann. Ja, das ist richtig. Zack, zack. Und sagen, hey, kann nicht gefunden werden. Das kann aber nicht sein. Wir gucken, das können wir uns direkt überprüfen und die Fehleranalyse gehen. Ich könnte das jetzt auch schneiden, das Ganze, und sagen, ich zeige nur das, was kurz funktioniert. Nein, das ist, es funktioniert was nicht. Keine Panik. Wir gehen da, wie gehen wir da vor, das Ganze? So. Wir löschen mal säubern die Konsole. Get-AD-User. Und nutzen Befehl Get-AD-User, um uns einfach die, ja, den Max Mustermann anzuschauen. Also, das soll einfach dazu sein, jetzt dieses Beispiel, dass viele gehen hin und wenn es irgendwas nicht geht, oh, es ist rot, es geht was nicht, was muss ich jetzt tun, fangen an, Internet zu surfen, ruhig bleiben, lesen, was da steht. Da steht ja, hey, Max Mustermann kann nicht gefunden werden, weil Identity gibt's nicht. Ja, dann schaust du dich das Ganze einfach mit anderen Befehlen an. Get AD User, Identity, und schaut sich dann den Max Mustermann mal an. Wie sieht denn das Ganze aus? So. Zack. Ich möchte jetzt natürlich nicht den Befehl, sondern ich möchte das hier ausführen. Also Identity gibt es. Das heißt, er kann irgendwas anderes hier finden. Und klar weiß ich, in dem Fall ist es so, dass er die Identity erwartet nicht als Benutzername, sondern wirklich als kompletten Namen, also wirklich, wo der Benutzer jetzt momentan ist. Das heißt, er erwartet den Container, in dem Benutzer ist, also den kompletten Identity des Benutzers. Das heißt, das Ding erwartet er. Der will wissen, wo der Benutzer ist, und dann kann er ihn auch rüber verschieben. Hier bietet sich an, wenn Sie Move AD Object haben möchten für einen bestehenden Benutzer, können Sie das machen. Ne? Sie können dies machen, ganz normal. Wenn Sie das jetzt ausführen, zack, dann sehen Sie, der Benutzer wurde in die SOU verschoben. Okay? Ja, es funktioniert. Ja. Nur die Identity ist nicht der Benutzername, sondern wirklich der Container. Plus, also da, wo der Benutzer halt wirklich liegt in der OU. Ne? Da war jetzt ein Container drin, aber kann er sein, in U drin war. So, jetzt verschiebe ich das wieder zurück mal manuell. Zeigt meine andere Methode auch, die ganz gut funktioniert. Das ist dann, wenn wir hingehen und sagen, Identity nicht mehr den Namen, sondern wir gehen hin und lassen Benutzer erstmal uns ausgeben als Benutzer. Und dann sagen, geht AD User, Identity. Hier können wir dann den Benutzernamen auch verwenden. Ne? So, zack. Wenn wir das machen, wird der Benutzer quasi in der Attribut hier gespeichert. Und wir können jetzt dieses Attribut quasi nehmen als Move Object. Also diesen Identity, also diese Identity, die ich hier quasi abgerufen habe, schiebe bitte dahin. Okay? So, wir führen das Ganze mal aus. Der Benutzer haben wir ja wieder den User zurückverschoben, ne? Der ist ja hier drin, da. Jetzt führen wir das mal aus. Zack. Ausgeführt. Wir gucken das mal an. Aktualisieren. Ist ja im C-Konsole, muss man aktualisieren klicken. Und zack, Max Mustermann ist drin. Also keine Panik machen, sich angucken, was ist der Fehler, und dann vorgehen. Ja, Grundlagen. Das ist die Grundlagen von PowerShell. Die muss man einfach beherrschen. Da muss man dann nächste Mal auch dann nicht in der Panik, sondern weiß, was das nächste zu tun ist, weil wenn man da nicht weiß, kann man ein bisschen recherchieren und wieder schauen, wie das dann richtig geht. Okay, jetzt möchte ich Ihnen noch zeigen kurz, ich habe mir versprochen, dass ich Ihnen sage, wenn Sie neue AD-User stellen, wie Sie das Ganze direkt in der OU machen, der Sie das möchten. Dazu gehen wir folgendermaßen vor. Wir gehen hin und sagen, beim Erstellen der Benutzer
sagen wir quasi ihm schon, wohin das Ganze dann gehen soll. Also in welche EU soll er das Ganze anlegen und so weiter und so fort. Okay, so, das Ganze geht folgendermaßen. Wir können quasi hier den Pfad noch eingeben. Da können Sie quasi hier raussuchen, wenn Sie das nicht wissen. Ansonsten P mal drücken. Es ist halt alles Englisch, aber Pass ist der richtige Parameter dafür. Und unter Pass gehen wir hin und möchten wirklich dann auch hingehen und sagen, wohin geht das Ganze. Also die EU, in der der Benutzer angelegt werden soll. Der Benutzer haben wir ja gelöscht, wohin. Ne? So, ja, haben wir gelöscht. Und jetzt führen wir den ganzen Befehl nochmal aus mit dem Benutzer. Zack. Befehl wurde ausgeführt und der Benutzer wurde sofort auch in der richtigen EU erstellt. So, das war das Thema zum Erstellen von AD-Benutzern. Dann haben wir Verschieben von AD-Benutzern gemacht. Das funktioniert ja auch. Und jetzt kommt das Thema Löschen. Löschen ist mit Remove fängt das meistens an. Delete gibt es auch, je nachdem, welches Modul man nutzt. Ja, das sind so die häufigsten eigentlich. Und natürlich kommt ein anderer Befehl, den nutzen wir gleich, ist das Thema Deaktivieren. Aber jetzt machen wir das Löschen der Benutzer. Remove AD-User. Also hier gibt es wirklich ein AD-Object, sondern AD-User. Hier kann ich sagen Identity. Und hier nutzen wir natürlich, hier nutzen wir mal unsere Identity wieder und sagen, entfernen wir das Ganze. Er sagt, dann möchten Sie wirklich das Ganze ausführen. Jetzt fragt er das nochmal nach. Sie können es auch sagen, ich möchte das nicht. Ja? So, wenn ich jetzt Ja klicke, dann wird der Benutzer hier entfernt. Wir legen den Benutzer mal neu an. Ich habe ja alles gespeichert, muss noch diesen ausführen. So, jetzt ist er wieder eingelegt hier in der EU und möchte jetzt den Benutzer löschen, ohne abzufragen. Wie gesagt, bitte hier natürlich aufpassen bei diesem Befehl, weil dann löschen Sie wirklich was. Wenn Sie es produktiv nutzen, testen Sie vorher gut, was Sie da machen. Und dann können Sie den Befehl auch hier nutzen. Aber sonst, wie gesagt, das ist alles hier Demo-Umgebung, was ich zeige. Testen Sie es auch bitte auch vorher in Ihrer Demo-Umgebung, bevor Sie es dann produktiv auch nutzen. So, hier das Thema, sage ich Confirm, also mach's einfach weiter. Und hier gibt es so schön den Befehl noch False, also quasi Confirm, frag mich, soll er mich abfragen, sage ich, nein, frag mich nicht ab, mach's einfach. Ne? So, also Benutzer erstellt und sagen, jetzt ist er da, ja, klar. Also richtige Ruhe erstellt und dann sagen wir Confirm, sagt er. Kennt er aber nicht, ja, weil das ist das Gleiche, wenn ich, wo ich Benutzer erstellt habe und habe jetzt quasi enabled true gesagt. Hier, nee, das kennt er nicht. Bei Confirm funktioniert das ein bisschen anders, das sind halt Pauschalgrundlagen, da muss man einfach sagen, Doppelpunkt false und dann sagt man, bitte abfeuern und jetzt sieht man, dass der Benutzer auch, absala, falscher Button, entfernt wurde. Also relativ einfach, auch einen Benutzer zu entfernen. Das war das Löschen. Erstellen wir den Benutzer neu und wir möchten jetzt deaktivieren. Das ist auch super einfach. Es gibt einen Befehl Disable AD-Account, diesmal nicht AD-User, AD-Account und wir sagen jetzt Identity D hier bitte. Hoppala, jetzt habe ich schon aktiviert, ohne zu zeigen. Also da wurde er vorher erstellt. Wir gucken es mal an und man sieht auch, dass der deaktiviert wurde. Ne? So, also der Account wurde auch deaktiviert und funktioniert. Wenn wir uns das mal kurz noch anschauen, ich habe vorher noch nicht gezeigt, aber ich glaube, Sie glauben mir das Ganze und da sieht man nur schön, hab, der ist jetzt quasi da, aktiviert und wir führen mal diesen Befehl aus und dann ist der User auch deaktiviert. Ja, so haben Sie quasi auch die User deaktiviert, so können Sie auch User wieder aktivieren und wieder nutzen. Das wären zum Beispiele, wie Sie mit dem PowerShell-Modul für das Active Directory mit Benutzern arbeiten können, wie Sie Benutzer erstellen, wie Sie Benutzer verschieben, wie Sie Benutzer löschen und wie Sie Benutzer deaktivieren können. Sie können sich noch viel mehr damit tun, viel mehr Automatismen machen, aus einer CSV importieren, mehrere Benutzer einrichten, Vorname, Nachname zuweisen, Straßen, E-Mail-Adressen, was weiß ich was. Das sind alles Befehle, die man dann hinzufügt noch und dann quasi die Attribute der Benutzer erweitert und ja weitere Eigenschaften quasi dann hinzufügt. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Sie haben was daraus gelernt. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen hoch.
Ich freue mich auch extrem über Kommentare, wie Sie das nutzen, ob Sie das nutzen, ob das hilfreich war. Und wenn Sie den Kanal noch nicht abonniert haben, freue ich mich, wenn Sie den Kanal abonnieren und auf die Glocke aktivieren, dann kriegen Sie auch nichts mehr mit, wenn wir neue Videos zum Thema Data Center Microsoft und Data Center Betrieb bereitstellen, viel mit PowerShell, Automatismen, und dass Sie auch immer wieder was haben, wo Sie dann neue Sachen auch erfahren. Ansonsten, in der Beschreibung werde ich nochmal ein PowerShell-Tutorial reintun. Wir haben einen kostenlosen Artikel zu PowerShell erstellt. Das sind die Grundlagen zu PowerShell. Da ist auch ein Online-Kurs dabei, den Sie buchen können. Und natürlich ein Verweis auf unsere PowerShell-Schulungen, aber auf andere Schulungen, die wir haben, die wir zusätzlich machen. Das heißt, wenn Sie die Grundlagen gelernt haben oder Sie möchten die Grundlagen ziemlich schnell in wenigen Tagen lernen, gemeinsam mit mir als Trainer, dann können Sie die da einfach reinschauen und natürlich mich auch buchen. Ja, also ich bin käuflich, nicht für alles, aber wenn Sie einen guten IT-Trainer brauchen, man lobt sich nicht selber, aber wenn Sie einen Trainer brauchen in diesem Bereich, Microsoft-Strategien, dann gerne auch da anfragen. Ansonsten viel Spaß, viel Erfolg und bis zum nächsten Video. Das war Alexey Kusner von der Firma Lightwork. Bis dann. Tschüss.